Hey, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei mir im Wohnzimmer. Und jo, zu einem neuen Resident Evil Sammlungsvideo von mir. Sorry, normalerweise sollte dieses Video schon gestern rauskommen. Ich habe das auch aufgenommen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich, naja, ein paar Sachen übersprungen habe, nicht alles erzählt habe, was ich erzählen wollte. Und naja, heute habe ich mir so eine Checkliste gemacht, ne? Die werde ich euch jetzt nicht zeigen. Ja, auf jeden Fall mit so ein paar Stichwörtern, was ich eigentlich erzählen wollte. Und naja, das tue ich dann auch hier in diesem Video. Aber naja, als erstes fangen wir mal mit der Sammlung an. Es ist nicht viel, ne, was ich jetzt so mal in letzter Zeit bekommen habe. Ich sag mal so, ich habe auch jetzt naja, mich nicht besonders angestrengt, ne? Aber naja, fangen wir mal an. Und zwar mit einem eher weniger spektakulären Teil der Sammlung. Und zwar ist das Resident Evil Extinction, ne, der dritte Film. Als UMD-Video für die PSP. Ist eine englische Version. Ne? Hat mir noch gefällt. Ich habe, glaube ich, noch nie eine deutsche gesehen. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja, so sieht das dann aus. Ist die, ja, die CD, die kleine, ne? Und hier ist nur so ein bisschen Werbung drin. Jo. Weiter geht's. Zu Resident Evil 7 für die PS4, ne? Ist eine, naja, Standardverpackung, ne? Ist noch original verpackt, habe ich gar nicht ausgepackt. Naja, PlayStation VR, ich habe mir ja vorgenommen, nächsten Monat mir eine VR-Brille zu holen. Und dann werde ich das mal ausprobieren hier an diesem Spiel. Jo. No, vielleicht mache ich ja noch ein kleines Video dazu. Mal sehen. Ist eine PEGI-Version. No? Wollte unbedingt PEGI-Version haben. Wenn es ginge. No? Das ist ja meistens so bei meiner Sammlung. Ja, nochmal das gleiche als Steelbook. Ist auch noch verpackt. No? So. Ja. Und das gleiche nochmal für die Xbox One. Einmal die Standardversion noch verpackt und ja, die Steelbook. Wer mein Let's Play von Resident Evil 7 gesehen hat, ne, der weiß, was ich von diesem Spiel halte. Ich werde jetzt nicht weiter dazu was sagen. Jo, und dann nochmal für den PC. Dafür habe ich leider nur die USK 18 Version bekommen, ist aber ganz ehrlich, ich habe bei YouTube geguckt, die europäischen Versionen, die haben nichts rausgelassen, sollte auch uncut sein. Ne? Ist komischerweise nur die japanische Version ist geschnitten, warum auch immer, keine Ahnung. Jo, dann kommt sowas. Ne, so ein Collectors Edition HD Remaster Biohazard für die PS3. Ja, das Ding habe ich euch schon gezeigt, ne? Bei dem Unboxing. Naja, Unboxing war das nicht, das war einfach nur mal aus der Tüte geholt, ne? Ist ein cooles Ding. Es kommt aus Japan, ne? Direkt aus Japan, was ich beim letzten Mal gesehen habe nach dem Video, ne, dass es hier oben kaputt ist, ne, ist aufgerissen. Das war ich nicht, das waren meine japanischen Brüder, ne. Also ich denke mal, ich hole als nächstes mein Samurai-Schwert aus dem Schrank, ne, reise nach Japan und werde den Schuldigen finden, der das hier angestellt hat, ne, und ihn bestrafen. Naja, ich glaube, so weit wird nicht kommen. Jo. Und dann das Coolste überhaupt, ne, was ich gerne präsentiere, ist jo, dieses Schätzchen hier. Es ist nicht verpackt, ne, es ist offen. Ist aber eine englische Version, ne, Limited Edition, Resident Evil 4. Das ist so eine Steelbook Edition, ne. Das finde ich ziemlich cool.
Jo, so sieht das aus, das Ganze, ne? Die CD ist ohne Kratzer, wie neu. Dann haben wir hier ja, ein normales Büchlein, wie bei den Standardversionen auch. Und dann ist hier noch so ein etwas dickeres Büchlein. Es ist wie so ein Lösungsbuch, so ein Einstiegslösungsbuch für das Spiel, ne? Finde ich ziemlich cool, ist ja, ist alles auf Englisch und so, aber ja, hier wird halt eben erklärt, wie alles funktioniert und bla bla bla. Gut, am Ende ist hier noch so ein bisschen Werbung bei, das gab es aber bei der Standardversion auch hier, dieses Blatt, ne? Jo, das Ding wollte ich unbedingt haben, so sieht das innen drin aus, ne? Jo. Okay, Leute, so weit sind wir dann jetzt mal durch mit der Sammlung. Okay, ja, jetzt so mal kurz zur Anmerkung. Ja, als erstes sage ich mal, ich muss mal die Hand wechseln. Ja, komm, lass ich offen. Ich habe vor kurzem habe ich den neuen Resident Evil Vendetta geguckt, ne? Ich meine, ich habe auch den Film, den richtigen Film geguckt. Dazu will ich jetzt erstmal nichts sagen, ne? Erstmal nichts. Mal sehen. Später vielleicht. Jo, ich habe den neuen Resident Evil Vendetta geguckt, ne? Ich sag mal so, das ist kein schlechter Film. Das ist in Ordnung, ne? Es ist nur ein bisschen, naja, ist wieder Action, Action, Action und irgendwie total dämlich gemacht und so, ne? Ich sag mal so, der erste Film, der erste animierte Film, und zwar, das ist zum Verständnis, ist das hier, ne? Finde ich am besten. Ich weiß. Gibt Leute, ne, die würden mir jetzt dafür aufs Maul hauen wollen, weil ich das gesagt habe, ne? Aber ganz ehrlich, das ist meine Meinung, der ist am besten, ne? Der neue Vendetta, ne? Der neue Vendetta-Film, der ist schlechter als das, finde ich, ne? Ist aber besser als der hier, ne? Weil der hier ist komplett, naja, ich finde den sinnlos, ne? Den hier. Ich meine, Vendetta ist auch nicht besonders mit viel Sinn, ne, gemacht, aber ich finde den etwas besser als den hier, ne? Aber den hier finde ich am besten. Das ist meine Meinung. So, ein Punkt wäre abgehakt, ne? So, ein zweiter Punkt. Ja, genau. Ja, ich war vor kurzem in Expert und ja, da habe ich dann hier diesen neuen Film gesehen und wollte ich mir eigentlich holen als DVD und Blu-ray. Hab aber dann gedacht, naja, komm, holst du im Internet, ne? Wer weiß, was da rausgeschnitten wurde aus diesen Versionen. Jo. Sonst würde ich noch eine Empfehlung machen, Leute. Wer solche Videos mag, ne, so Sammlungen und sowas, ne, empfehle ich euch, falls ihr den noch nicht kennt, ne, ja, sein Kanal heißt Bad Angel 115 Retro, ne. Ich kann jetzt leider keinen Link hier reinmachen in das Video, weil ich nicht weiß, wie das geht, ne, wie das funktioniert mit den Links. Aber geht einfach bei mir auf die Seite, auf meine YouTube-Seite und guckt mal unter Abos, ne? Den habe ich abonniert. Wie gesagt, Bad Angel 115 Retro. Ja, der hat ziemlich coole Sachen und zwar richtig viel davon, ne? Seine Videos würde ich euch nur empfehlen, falls ihr sowas hier mögt, ne? Und den noch nicht kennt. Jo. Ansonsten für die Horrorfans von mir, ne? Nächstes Video, was heißt nächstes Video, nächstes Let's Play wird euch auf jeden Fall gefallen. Also ich habe da, naja, ich habe da ein Spiel aufgenommen. Ich verrate jetzt nicht, wie es heißt, ne? Guckt euch einfach an. Jo, ist schon ganz schön krass. Also von dem Spiel war ich echt positiv überrascht und ich bin das nicht
nicht oft, ne? Sag ich mal. Jo. Ich meine, okay, die ersten zwei Folgen, die sind ein bisschen lahm, aber das liegt eher an mir, weil ich so langsam bin. Aber ab der dritten Folge, da geht's los, ne? Jo. Ich glaube, ich habe jetzt alles abgearbeitet, ne? Ich habe jetzt genug Werbung gemacht und jo. Ich würde sagen, jo, bleibt dabei und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin dann fertig, ne? Macht's gut und tschüss, Leute.